Die PR-Maschine läuft mit maximalem Drama. Oprah und Armstrong mit harten Bandagen. Wie ein Boxkampf wird das Interview angekündigt, das erst in 2 Tagen zu sehen ist. Noch wird nichts verraten, nur so viel. Es gab 112 Fragen und keinerlei Absprachen. Ich sagte zu dem Team von Anwälten, die dabei waren, keiner von euch bleibt im Raum, keiner unterbricht uns. Wenn es Probleme gibt, klären wir die nachher. Doch es gab keine. Man darf annehmen, dass juristische Fragen da ohnehin längst geklärt waren. Etwa die, dass solche Aussagen unter Eid strafrechtlich nicht mehr zu ahnden sind. Wie oft soll ich noch sagen, ich habe nie gedopt? Wenn es mein Eid war, ist er verjährt. Immer hat er geleugnet. Selbst nach der Aberkennung seiner 7 Tour de France-Titel nur ein trotziges Foto auf Twitter. Es steht viel auf dem Spiel. Millionen muss er wohl zurückzahlen. Ein Beispiel nur, die staatliche amerikanische Post hat das Team US Postal all die Jahre gesponsert. Wenn das Team nun alle Titel wegen seines Dopings verliert, könnte man das Geld wohl einklagen. Warum also jetzt ein Schuldbekenntnis? Hofft Armstrong, dass seine lebenslange Sperre reduziert wird, um etwa wieder bei Triathlon-Wettbewerben antreten zu können? Will er Schaden von seiner Krebsstiftung abwenden, bei deren Mitarbeitern er sich bereits entschuldigt hat? Oder will er als Kronzeuge Mitwisser unter Radsportfunktionären mit in den Abgrund ziehen? Vielleicht erträgt Armstrong seine totale Isolation nicht mehr. Und wer weiß, wenn er als reuiger Sünder überzeugt, könnte Amerikas Öffentlichkeit ihm eine zweite Chance geben.